Ja, Lego Nexo Knights, eine unserer Neuheiten im Jahr 2016, bei der wir, wie nie zuvor dagewesen, die physische mit der digitalen Spielwelt verknüpfen. Das Königreich Knighten wird angegriffen von den Lava-Monstern, die von Jestro beschworen wurden. Wer ist Jestro? Das ist dieser nette Kerl hier oben, der ehemalige Hofnarr des Königreichs Knighten. Der hat sich zusammen mit dem Buch der Monster gegen das Königreich verschworen und hat die Lava-Monster ins Leben gerufen. Die Nexo-Ritter müssen jetzt das Königreich verteidigen und werden dabei von Murloc unterstützt. Murloc ist der digitale Zauberer und dieser existiert nur noch als Hologramm in seinem Computersystem in unserer Lego Nexo Knights App. Hier vor uns stehen jetzt zwei Produkte des zweiten Halbjahres, die also noch nicht erschienen sind, zwei unserer Fokusprodukte dabei. Das ist zum einen Jestros Vulkanfestung mit Lavamonstern, wie hier eins zum Beispiel auf einer Falltür draufsteht. Und wenn ich die jetzt auslöse, fällt es auch schon runter in unseren rotierenden Monstermund, kann gedreht werden per Kurbel an der Seite. Außerdem haben wir an der Seite hier weitere drehbare Elemente. Hier oben ein bespielbares Geschütz. Per Knopfdruck wird hier ein Diskus ausgeworfen. Und außerdem gibt es noch Teile an der Burg, die abfallen per Knopfdruck. Zum Beispiel hier die Wand des Verlieses. Oder falls man hier mit einem Geschütz drauf trifft, die Wand der Burg. Auf der rechten Seite haben wir Axels rollenden Wachturm. Axel, das ist einer unserer Helden, der muskulöseste und größte der fünf Nexo-Ritter. Und er sitzt hier oben drin. Per Knopfdruck kann der hintere Teil seines Gefährts ausgefahren werden. Wir haben auf einmal zwei Teile, zwei fahrbare Untersätze und der eine ist auch mit Nexo-Geschützen ausgestattet hier. Und beim Hauptgefährt haben wir eine versteckte Steinschleuder hier mit drin, die mit Nexo-Steinen beladen werden kann und dann abgefeuert werden kann.